Moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Neandertaler Whisky Blog und heute auf dem Fass mal wieder was von Old Polten, ey. Und wer hier den Kanal ein bisschen aufmerksamer verfolgt, der dürfte schon gemerkt haben, ja, Old Polten, ey, ist so eine Brennerei, die ich sehr gerne mag und mir ein bisschen ans Herz gewachsen ist. So, und das ist jetzt der Old Polten Port. Und wer diesen Kanal ein bisschen mehr verfolgt, der weiß, dass ich eine Vorliebe für Portweinreifung habe. Und ja, hier trifft beides zusammen und früher oder später musste ich mir den mal holen. War jetzt so, ich hatte eh Bock auf den, hab glaube ich gerade nach dem gegoogelt und dann war der im Angebot irgendwo und dann habe ich halt zugeschlagen, ne? Wie das halt so ist. Ja, wir haben hier ein Old Pultiné mit 46%. Leider Gottes mit Farbstoff, deswegen kann man zu der schönen Farbe leider nichts sagen. Nicht kältefiltriert und lag zuvor in Ex-Bourbon-Fässern und hat dann ein Finish in Portfässern erhalten. Eine Altersangabe hat er nicht. Preislich liegt ja aktuell, als ich jetzt, wo ich das Video drehe, wo ich geguckt habe, fast überall für 70 Euro. Mal ein bisschen runter, mal ein bisschen drüber, aber so die meisten Shops, die ich jetzt bei der schnellen Google-Suche gefunden habe, die haben den tatsächlich momentan für 70 Euro. Ich glaube, ich habe die ein bisschen günstiger geschossen, irgendwas mit 60, 65 Euro oder irgendwas. Ja, weil ich glaube, er war teilweise sogar noch ein bisschen teurer zwischendurch mal. Aber so wie gesagt, momentan überall für 70 gefunden. Ja, ob der das Geld wert ist, das wollen wir jetzt mal testen. So, Näschen reinhalten. Und ja, es ist ein Old Pult, ne? Merkt man, finde ich, immer an zweierlei Sachen. A, die maritime Note. Gibt ja gar nicht so viele maritime Whiskys, wo kein Rauch mit bei ist, finde ich. Also die sind, also zumindest verhältnismäßig gibt es weniger als die maritimen Whiskys, die rauchig sind. Und der hat für mich immer so eine Pfirsichnote. Also A, eine mega Süße auch, ne? Also entweder doll Vanille oder Karamell, meistens eher so ein bisschen Vanille, hat Old Pulteney und einen starken Pfirsich. Aber durch das Portweinfass hat er auch eine richtig geile Erdbeere. Und wenn maritime Noten auf Erdbeere und Pfirsich treffen, dann bin ich schon dabei, ne? Und dann noch die Süße dazu. Ja, er hat auch noch eine säuerliche Komponente, also man merkt halt Weinfassreifung, ne? Also eine leichte Säure hat er in der Nase auch. Und vielleicht sind es auch nicht nur Erdbeeren, sondern auch noch andere rote Beeren, die ich jetzt nicht im Einzelnen großartig benennen kann, aber die Erdbeere kommt für mich tatsächlich raus. Die Pfirsich auch, die maritime Note, als auch die Säure, aber also rote Früchte sind noch zusätzlich dabei, noch andere außer Erdbeeren, aber also eine Beerigkeit, ne, tatsächlich. Also Beeren sind schon rote Beeren, ne, aber so welche jetzt könnte ich jetzt nicht im Speziellen benennen. Aber eine unglaublich, ja, Zunge wässrig machende Nase. So, das wollte ich sagen. Ja, Schmackofatz. Ich würde sagen, wir probieren Slansche. Was soll ich sagen? Also das, was er in der Nase hat, hat er auch auf der Zunge, ne? Eine schöne salzige Note, aber auch eine super süße Note. Die super süße Note verbindet sich mit dieser extremen Rotfruchtigkeit. Man macht das irgendwie richtig, ja, einfach richtig ultra süffig, ne? Also
diese Süße in Kombination dann mit dieser Frucht. Und dann wird das Ganze aber wieder abgerundet durch die Säure. Diesen Säuremoment hast du dann trotzdem auf der Zunge. Also erst hast du Salz, dann Süße und Frucht und dann wieder so eine säuerliche Note. Hinten raus hat er, glaube ich, so ein bisschen Eiche, aber das meiste, was mit drüber geht, ist die Frucht und die Süße in den Abgang. Mega süffiges Teil, ne? Also jetzt versuche ich vielleicht nochmal, mich ein bisschen auf die Frucht zu konzentrieren, welche da so ein bisschen raussticht im Geschmack, aber herrlicher Whisky, ne? Wollen wir mal. Jetzt geht die Säure so ein bisschen in den Abgang über. Aber massiv. Richtig. Der startet süß. Die Salzigkeit hat so ein bisschen nachgelassen. Zwar noch da, aber am Abgang ist sie jetzt. Also die Säure und die Salzigkeit im Abgang. Startet süß und fruchtig beim zweiten Schluck. Definitiv Erdbeere, die man rausschmeckt. Auch rote Beeren. Finde den Pfirsich auf der Zunge nicht so prägnant wieder wie in der Nase, weil das Portweinfass die anderen roten Aromen vom Port das schon ein bisschen überdecken, sage ich mal. Weil eigentlich hat man den Pfirsich bei Old Pulteney bei den meisten Abfüllungen dann doch ziemlich doll auf der Zunge. Zumindest immer, wenn die jetzt hauptsächlich Ex-Bourbon-Fässer oder sowas gesehen haben. Aber nicht schlimm. Also die Erdbeere und die roten Beeren machen das weg. Herrlicher Whisky, ne? Also zu dem Preis, wie ich ihn bekommen habe, absolute Empfehlung. Ich würde sagen, auch für die 70 Euro durchaus vertretbar. Ja, also man muss aber dann auch auf sehr, also der ist schon sehr gefällig, ne? Aber trotzdem nicht schwach mit seinen 46%. Und diese 46% tragen auch die Aromen. Also der ist nicht aromenschwach. Ne? Aber der ist schon sehr gefällig, sehr süffig. Also sehr gefährlich einfach. Könnte eine Flasche ziemlich schnell durchgehen. Und dadurch, dass auch die Salzigkeit als auch die Säure sehr präsent ist, ist er nicht ganz ohne Ecken und Kante. Ne? Also so ein bisschen durch die etwas stärkere Salzigkeit und die Säure ist er dann nicht nur, ich sag mal, lasch auf der Zunge, sondern hat auch so einen, in Anführungszeichen, rassen Moment. Ne? Also richtig geiler Whisky. Mir gefällt er sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder noch lieber ein Abo. Ansonsten bleibt mir nur wieder zu sagen, reingehauen.